Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht schon, ich habe hier so ein bisschen was aufgebaut. Und zwar geht es hier darum, um diesen kleinen Drachen hier, welchen ich painte zum Festival der Drachen. Sind schon ganz, ganz viele Leute mit dabei. Falls ihr das jetzt nicht sagt, verlinke ich euch das Ankündigungsvideo gerne von Katrins Kanal in der Infobox. Schaut vorbei, wir starten am 15.03. Wichtig ist nur, seid dabei, habt Spaß, schaut, ob ihr ein schönes Motiv eines Drachens habt, welches lizenziert ist, und dann macht gerne mit. Wir hatten ein Live-Video, ich und die Katrin. Da hatte ich ja schon angefangen, die Steine abzukitten mit euch. Hatte aber, wie ihr gesehen habt, bestimmt unheimlich viele Probleme mit der Statik. Und genau deshalb, um auch meinen inneren Monk zu befriedigen, haben nämlich einige Tütchen nicht ganz reingepasst in die Döschen. Die habe ich jetzt separat hier abgepackt in Zip-Tüten. Und ich habe gedacht, wir versuchen heute drei Varianten, um die Statik hier rauszubekommen. Die drei untersten Päckchen hier, die hatte ich über Nacht im Gefrierfach. Dann habe ich von der Methode gehört, dass einige von euch eine Geldmünze verwenden, um die Statik rauszubekommen. Ganz klassisch und wie sich auch schon oft bewährt hat, Trocknertücher. Die haben jetzt einen sehr, sehr intensiven Duft. Also das muss man mögen. Vielleicht auch einfach mal offen stehen lassen. Wichtig dabei ist, dass es trockene Trocknertücher sind. Also es gibt auch feuchte, die sind eher kontraproduktiv, wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt. Genau. Dann gibt es die Methode, in das Tütchen reinzuhauchen. Ich habe jetzt hier 5 Päckchen, da können wir es ausprobieren. 3 hatte ich in der Tiefkühltruhe, einfach weil es mich interessiert hat, weil ich mir das am wenigsten von allen 3 Varianten bzw. 4 Varianten vorstellen kann, dass das funktioniert. Aber ich würde sagen, ich lasse mich auch gerne eines Besseren bewähren, wenn das heißt, dass die Steinchen dann gerne mal im Gefrierfach sich ausruhen dürfen, dann ist das für mich gar kein Problem. Dann sollen sie das gerne tun, wenn dann das Abkitten deutlich problemloser funktioniert, weil es ist unheimlich nervig, wenn Statik an den Steinen ist. Und das hatte das Bild definitiv. Wir haben 4 AB-Farben in dem Bild. Alle anderen Steine bzw. Tütchen waren statisch. Also wirklich 41 Farben, totale Statik und irgendwann hat es gereicht. Ich habe mir hier schon ein paar Sachen hingerichtet, unter anderem ein Schiffchen, die Etiketten. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum klebt die alte Trulla die Etiketten? Wir haben sie doch hier vorausgestanzt, weil es meine Tochter schön findet. Diesen Blick in den Koffer mit den gemalten Symbolen. Und weil sie auch immer hofft, dass ein Unzeichen mit dabei ist, welches ich überhaupt nicht malen kann. Und sie sich dabei dann köstlich amüsiert. Gut, also ich habe hier Aufkleber vorbereitet. Ich habe hier einen Stift und eine Schere, ein Schiffchen. Ich würde sagen, ich bin bestens gerüstet. Wir nehmen uns das erste Döschen. Klar haben wir noch mehrere Farben übrig, die sind aber alle hier oben im Koffer, hinter dem Netz, noch in den großen Original-Plastik-Bags. Das ist völlig in Ordnung, aber ich komme einfach mit diesen offenen Zip-Tütchen überhaupt nicht klar. So, ich würde sagen, dass wir auch hier kein verfälschtes Ergebnis bekommen, die noch sehr, sehr frisch aus der Gefriertruhe sind, probieren wir als erstes die Variante. Und da fangen wir an mit der DMC 368. So, jetzt schauen wir mal. Das ist das Ist-Gleichzeichen.
Das habe ich hier schon befüllt. Wie gesagt, die Steine haben dann nicht mehr ausgereicht, also reingepasst. Und deshalb darf hier dann noch ein weiteres folgen. So, als erstes wird der Aufkleber aufgeklebt. Einfach, dass ich nicht durcheinander komme. Aber wir sehen es hier auch. Also die Statik ist definitiv noch da. Lange nicht mehr so schlimm wie vorher. Also sie sind hier wirklich rumgesprungen, vom Feinsten. Ich habe jetzt hier zwei oder drei Steinchen noch am Finger kleben. Aber ansonsten sind wirklich alle im Schiffchen gelandet, zumindest mal. Und jetzt schauen wir einfach mal nach, wie sie sich umfüllen lassen. Also es ist besser, das auf jeden Fall. Ich hätte mir vielleicht noch eine Pinzette mitnehmen sollen, weil doch einiges daneben springt. Aber kein Vergleich mehr zu dem vorher. Also es ist eine leichte Verbesserung da, das auf jeden Fall. Aber wir sehen es auch hier. Die kleben hier ordentlich am Rand fest. Das heißt, ich greife hier auf jeden Fall im Döschen auch auf die altbewährte, also ich mag sie sehr gerne, Variante zurück. Es kommt direkt hier ein kleines Stückchen Trocknertuch mit rein, auch wenn wir jetzt da noch nicht bei dem Schritt sind. Und ich auch gerne den zwei anderen die Chance geben möchte, dass sie sich beweisen, dass das vielleicht nur eben ein Zufall war. Aber ich habe jetzt hier ein kleines Stückchen Trocknertuch drin. Ihr seht es hier. Und dann wird geschüttelt und die Statik wird schon ein bisschen besser. Naja, müssen wir mal schauen, an was das liegt, dass wirklich ein ganzes Kit betroffen ist von so einer Problematik. Weiß ich nicht. Ich kann es mir selber nicht erklären. Also so schlimm war es, wie gesagt, noch überhaupt nicht. Man hat mal vereinzelt ein, zwei Tütchen gehabt, die ein bisschen statisch aufgeladen waren. Da war dann, das war dann als ganz ein bisschen, das war dann als sogar ein bisschen lustig, wenn man dann die Steinchen dann halt rumspringen hat und ja. Aber irgendwann hört es halt einfach auf. Irgendwann ist es nicht mehr witzig, wenn man wirklich 41 Farben hat, die so dermaßen Probleme machen. Und ja. Deshalb dachte ich, falls ihr auch irgendwann mal da sitzt und am Verzweifeln seid, können wir vielleicht ein paar Varianten ausprobieren und schauen einfach mal, welche am besten funktioniert und demnach da eine Lösung finden. Also das hat jetzt deutlich besser geklappt. Das war jetzt die 5200, das weiß. Das hat sich besser angefühlt beim Reinschütten. Auch hier eins hüpft. Ein weiteres liegt auf dem Boden. Das möchte noch nicht. So, also das hat jetzt deutlich besser geklappt. Aber wir sehen auch hier die Statik im Döschen selbst. Das heißt, auch hier in das Döschen darf gleich ein kleines Stückchen Trocknertuch mit rein. Auch hier zudrehen
und schütteln. Und schon ist es besser. Also ich weiß auch nicht. Also ich denke, ich werde, so wie es bisher aussieht, ich lasse mich, wie gesagt, gerne eines Besseren belehren, bei der Variante bleiben. Also so sieht es bisher aus. Schauen wir einfach mal. Die 396 und dann haben wir die Tiefkühlparade bereits hinter uns. Wundert euch nicht, heute ist Highlight hier, heute steht alles an, irgendwie ist so viel aufgelaufen die letzten Tage. Ich habe mich verletzt, ich habe mich so ein bisschen am Fuß verletzt und demnach ist hier einiges aufgelaufen. Die Waschmaschine ist wild am Schleudern, ich hoffe, man hört es nicht allzu laut. Aber ich denke, auch das lässt sich verkraften. Ja, hier sehen wir es schon in der Tüte. Die wollen schon gar nicht raus. Warum da jetzt so große Unterschiede sind? Man, die erste Tüte ging, das war okay. Da lässt sich auch mit arbeiten. Die zweite mit dem Weiß war okay, war deutlich besser. Und die macht jetzt doch noch wieder mehr Probleme. Komm, auch das letzte Steinchen darf hier raus. Hier liegen auch wieder deutlich mehr Steinchen nebendran. Und bleiben auch schön wieder am Finger kleben. Also Notiz an mich, das nächste Mal auch gerne eine Pinzette noch mit dazu. Wäre ja kein großes Hexenwerk gewesen, haben wir ja alle zu mass irgendwo rumliegen. Aus den entsprechenden Toolkits. Ich freue mich unheimlich auf den 15.3. Am Mittwoch geht's los. Und ja, da dachte ich, muss ich das jetzt auf jeden Fall fertig machen, dass mein Bild zumindest fertig vorbereitet ist. Und ja, demnach habe ich gedacht, mache ich doch hier das Video. In der Hoffnung, dass es mir leichter fällt, die Steine besser umfüllen zu können. Genau, hier sehen wir es wieder ganz, ganz, ganz deutlich, wie die hier am Rand kleben. Trocknatur ist wieder drin. Wir schütteln und es ist deutlich besser. Ja, okay, drei haben wir. Dann habe ich hier, wie gesagt, also die waren nicht in der Tiefkühltruhe. Jetzt würde ich sagen, probieren wir mal das mit der Münze. Ich habe hier eine ganz einfache 2-Cent-Münze. Wir nehmen, denke ich mal, hier die 211. Gucken wir auf der Legende, was haben wir da für ein Symbol? Die 211. Okay. Jetzt ist die Waschmaschine fertig und piepst wild vor sich hin. Aber die darf jetzt noch die paar Minuten warten. So, auch hier sehen wir wieder die Statik im Tütchen. Wir packen hier jetzt einfach die Münze mit dazu, schließen das Tütchen und schütteln. Na, ob das wirklich was bringt? Ich bin ja neugierig und möchte es wissen. So, gerade mit der Münze. Würde ich sagen, ins Schiffchen kippen. Dann gucken wir, dass wir die Münze hier wieder rausbekommen. Na, da kleben schon die Steine dran. Na, super. Also ich glaube, auch das
verspricht keinen großen Erfolg. So, Münze ist wieder draußen. Steine. Ja, ich sehe es hier schon. Guck mal, wenn wir hier schütteln, springt der erste an den Finger. Die springen wild vor sich hin. Ach Mensch. Aber es ist keines runtergefallen. Ein bisschen besser ist es wohl geworden. Naja, aber irgendwie auch nicht zufriedenstellend. So, auch hier darf ein kleines Stückchen rein. So, geben wir dem Ganzen noch eine Chance, würde ich sagen. Hier mit einem Grünton, der 904. Aber auch hier malen wir erst das Symbol. Weil ich kenne mich. Ich komme dann definitiv durcheinander. So, ein neues Düschen darf auch her. Vielleicht, wenn wir es ein bisschen länger schütteln. Na, hier sehen wir wieder die Statik direkt im Tütchen. Hier ist auch ein lilanes mit drin, welches gerne grün wäre. Es darf hier auch gerne noch ein bisschen drin bleiben. Sind wir doch mal gespannt und kippen es wieder um. So, Steinchen sind raus. Zwei Stück liegen nebendran. Aber die Münze, ihr seht, klebt wieder komplett voll. Also dieses Mal. Nee, also ich glaube, diese Variante bewährt sich auch nicht. Nee. Also beim ersten Tütchen mit der Münze hat es ein bisschen besser funktioniert. Ah, Mensch. Dabei macht mir das Abkitten und das Vorbereiten von einem Bild so, so viel Spaß. Und ich finde es jedes Mal eigentlich toll. Und dann sowas. Und, naja, hier darf auch gleich wieder ein trockener Tüchle mit rein. Und dann, genau, probieren wir doch die Methode Trocknertuch erstmal. Ich würde sagen, da probieren wir zwei Stück, einmal die 209, einmal die 108, die 890 und dann die Methode mit dem Reinhauchen. Da haben wir, ist es ein bisschen schwieriger, weil hier haben wir ein bisschen mehr befüllt. Aber da würde ich sagen, schauen wir jetzt mal. Die 890 würde ich sagen, mit der fangen wir an. Die liegt hier schön rechts nebendran und dann ist das doch in Ordnung. So, genau. Ihr seht hier, wie gesagt, die Packung mit den Trocknertüchern, die habe ich jetzt gerade neu gekauft, weil ich meine alte Packung, die war unauffindbar. Also ich denke, dass die irgendwann in der Waschküche seinem eigentlichen Zweck zum Opfer fiel und habe demnach jetzt eine neue gekauft. Die Trocknertücher sind relativ groß. Seht hier, ich habe mich hier einen ganz kleinen Streifen nur abgeschnitten, denn ihr braucht wirklich immer nur, Moment, ein ganz, ganz kleines Stück. Also da reicht wirklich von so einem Riesentuch
reicht wirklich so ein kleines Fitzel. Also da können wir sehr, sehr viele Bilder finden, was uns natürlich sehr, sehr freut. Ihr seht hier, ich habe das Stückchen hier mit drin und jetzt wird wieder geschüttelt. Na, schauen wir mal. Wir werden doch eine Variante finden, die es uns leichter macht. Na, da hatte ich das Steinchen noch von vorhin kleben. Ich nehme das Tütchen auf und kippe es auch wieder um. Die sind jetzt sehr gut aus dem Tütchen rausgekommen. Das Trocknertuch darf gleich drin bleiben, weil ich hätte mir jetzt eh eins eingefüllt in die Dose. Das heißt, so erspare ich mir das. Und hier sind die Steinchen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Statik drin. Das heißt, wir schütteln auch hier nochmal mit Tuch. Und die Statik ist raus. Ja, also deutlich besser. So. Probieren wir das Ganze nochmal mit dem Trocknertuch oder probieren wir das jetzt hier mit dem Reinhauchen, mit dem Reinpusten? Machen wir uns erstmal das Döschen. Wir haben einmal die 209 und die 210. So, die 209 ist das X. Genau, auch hier haben wir wieder die Statik, also die Steine kleben hier schön überall fest. Und dann pusten wir hier einfach mal rein und schütteln das Ganze. Und kippen es um. Tütchen ist leer, ein Steinchen liegt nebendran und wir füllen um. Also das hat jetzt sehr gut geklappt. Die Statik ist nicht mehr da. Machen wir jetzt hier. Nee. Also dieses Reinpusten hat funktioniert. Bin, ja, gut. Dann probieren wir das Ganze nochmal, weil ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, dass das wirklich so super funktioniert hat. Wir haben ja hier das hartnäckigste Tütchen mit den meisten Steinen. Dann schauen wir mal, ob das ein ob das eher Zufall war. Moment, da darf auch noch ein Trocknertuch mit rein. Ob da jetzt ein bisschen was drin ist oder nicht. Das stört ja beim Painten nicht. Auch in alle anderen werde ich hier noch mal eins einfüllen, wenn ich das System sortiere, um einfach die Symbole besser zu finden beim Painten. So. Und dann probieren wir das Ganze doch nochmal. Genau, hier ist die Statik wieder deutlich zu sehen. Wir haben jetzt hier sehr, sehr viele Steine drin. Auch hier wird wieder reingepustet. Und geschüttelt. Und wir füllen um.
Ja, komm. Ein Steinchen liegt nebendran. Da habe ich aber, glaube ich, einfach zu viel gezappelt. Und sie dürfen ins Döschen. Ja, das sind jetzt sehr, sehr viele Steine. Das heißt jetzt wirklich auch die, die jetzt hier, die zwei, die nebeneinander rausgefallen sind, die sind wirklich rausgefallen, weil sie hier über den Rand sind. Weil Statik, ihr seht, ist keine mehr drin. Wirklich überhaupt nicht. Also, meine Methode für die Zukunft, Trocknertuch ins Döschen. Und wenn es mal wirklich blöd beim Umfüllen ist, einfach reinhauchen. Dass es wirklich so einfach ist, hätte ich jetzt definitiv nicht gedacht. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass es auch mit der Münze oder dem Gefrierfach funktioniert. Aber wir haben gesehen, das hat, ja, ja, mäßig. Also die Münze finde ich so gar nicht. Das Gefrierfach ein bisschen. Doch, also so fair muss man sein. Ein bisschen hat es funktioniert. Jetzt ist es so, dass ich diese Symbole ja schon im Koffer vorhanden habe. Dadurch, dass ich sie mir jetzt aber eh umsortiere, kann ich das auch gleich machen und fange hier, also ich fange immer gerne mit den Zahlen an, gehe dann weiter über Buchstaben und sortiere mir dann nach und nach die Sonderzeichen noch mit ein. Und da kommt jetzt nach und nach in jedes Döschen kommt noch ein Stückchen Trocknertuch. Und wir fangen hier mit der 1 an, haben hier die 2. Überall ein kleines Stück mit dazu. Im Döschen stört es nicht, beim Pendeln auch nicht. Wenn es mit ins Schiffchen fällt, kippe ich es einfach immer wieder zurück. Also das ist gar kein Problem. So, nach der 2 kommt die 3. Das habe ich damals in der Schule so gelernt. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Ah, hier unten. So. Und die 4, eben habe ich sie schon irgendwo gesehen. Jetzt ist sie verschwunden. Ah, hier unten. Dass die dann aber auch nicht losschreien, von wegen hier bin ich. Wieder einen neuen Streifen Trocknertücher. Schneide mir den hier schon vor. Dann muss ich sie gerade aufnehmen und in die Töpfchen mit reinsetzen. Aber ihr seht, hier reicht wirklich überall so ein ganz kleines Stückchen. So, jetzt haben wir die 1, 2, 3 und 4. Auf der Legende weiter geht's mit der 8. Wenn wir die jetzt gleich im Koffer finden, die 9 hätte ich schon mal. Ah, die 8 sitzt hier. Ich finde, so ein sortierter Koffer macht es beim Painten deutlich leichter. Ich finde, es gibt beim Painten nichts Anstrengenderes und Nervigeres, wenn man dann noch die Symbole suchen muss. Furchtbar. Da schreit dann auch wirklich mein innerer Monk. Und genau, also da müssen die Symbole sortiert sein. So, jetzt haben wir die 1, 2, 3, 4, die 8 und die 9. Eine 7 haben wir hier noch irgendwo drin. Wo ist die 7? Hier ist die 7. So, darf die natürlich vor die 8 und die 9. Und dann, glaube ich, fangen wir mit Buchstaben an. Genau, hier haben wir das A. Unheimlich schöner Blauton. Das C habe ich schon gesehen. Jetzt müssen wir mal
gucken, ob es noch ein B gibt. Aber ich glaube eher nicht. Also kommt als nächstes das C. Dürfen erstmal ein bisschen runter. So, dann schauen wir mal. Also das C haben wir. Mal gucken, ob wir ein D haben. Das gehe ich aber auch eher nicht von aus. Das E haben wir auch nicht, aber das F. So, das F haben wir hier mit der 890. Da haben wir auch eben das zweite Döschen befüllt. Das darf dann daneben dran. Und wird dann auch als erstes geleert. Das heißt, ich mache immer erst das Döschen quasi leer, schaue dann, ob ich noch mehrere geschlossene Tütchen habe. Also ich arbeite dann immer erst mit diesem, gehe dann an das und schaue dann, habe ich noch mehr, muss ich noch mal befüllen oder reicht mir das dann aus? Genau. So, jetzt haben wir F. G haben wir, glaube ich, hier nicht. Jetzt gucken wir mal. Ein J sehe ich hier noch. Und das H. Okay, dann geht es natürlich weiter mit dem H. Ups. Genau. Und hinten dran dann das J. Das K haben wir hier auch vorhin neu befüllt. Aber jetzt müssen wir es im Koffer nochmal finden. Ihr seht es bestimmt. Aber ich sehe, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar haben wir hier noch ein kleines A. Das heißt, das kriegt jetzt als allererstes ein Tütchen. Und dann rutschen wir hier alle einen Platz auf. Weil das kleine A darf bei mir hinter das große. Genau. Ich weiß, ist ein bisschen kompliziert. Es ist vielleicht auch für manche nicht verständlich, warum man jetzt bei 45 Farben, das ja wirklich nicht viel ist, sich da hier hinsetzt und das jetzt auch noch so sortiert und darum macht. Aber ich finde es einfacher beim Painten und ich finde es schlimm, wenn man sich das. Also ich finde es schlimm, Symbole zu suchen. Nervt mich unheimlich. Und deshalb mache ich mir das hier von Anfang an quasi einmal leichter. Dann das L. Haben wir hier ein L? Na, wir haben so was Abgewinkeltes, was ähnlich wie ein L ist. Nehme ich das jetzt als L oder lasse ich das so? Das ist so die Frage. Doch, ich nehme es als L. Genau, so, auch hier ein Tütchen mit dazu. Einen M haben wir nicht, wir haben aber das N. Ein O haben wir auch nicht, aber das P. Und das auch von vorhin dann gleich zweimal. Ich sehe gerade, ich muss wieder einen neuen Streifen Tüchlein schneiden. Hier haben wir gleich eins reingepackt vorhin. So, Q und R haben wir nicht. Ein S ist hier.
Haben wir einen Tee? Ich glaube nicht. Dann gucken wir mal nach einem U. Ah ja. Ja, es klebt hier im Deckel. Was soll das? Genau. So, dann haben wir hier das V. Da haben wir nur ganz, ganz wenig Steine. So, dann haben wir das V auch. Ein W haben wir nicht, aber ein Y haben wir und wir haben noch das X. Und das müsste auch zweimal da sein. Wo haben wir es denn nochmal? Ah, hier. So, haben wir einmal das X. Das zweite X. Und das Y. Und das Z haben wir nicht mehr. So, das heißt, wir haben jetzt nur noch Sonderzeichen. Da ist jetzt so immer so das Ding, bringt man die durcheinander, sortiert man die auch nochmal nach Pfeilen oder ähnlichem. Ich halte davon jetzt bei so wenig Farben nicht viel, also ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Wichtig ist mir jetzt hier nur, dass ich, wie eben schon gesagt, wenn ich hier dann zwei von derselben habe, dass die quasi hintereinander stehen. Die bekommen jetzt aber alle, wie die anderen auch, noch einen Top-Dag-Tüchler. Deswegen dürfen die hier alle noch mal einmal raus. Genau. Und dann sind wir auch schon fertig. Also wenn hier jetzt überall so ein Stückchen Tuch dran hängt, drin ist, dann sind wir hier schon fertig und alles ist vorbereitet und das Event kann am Mittwoch starten. Ja, ich freue mich total. Ich bin total gespannt im Vorfeld, wie es ankommt, zum Beispiel in der Facebook-Gruppe. Die kann ich euch auch gerne in der Videobeschreibung verlinken. Ist schon reges Treiben. Man sieht ganz, ganz viele Bilder, die vorbereitet werden. Man hört ganz oft, wie viel Freude es bereitet, sich auf so ein Event auch vorzubereiten. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich mag das Abkitten auch total gerne. Für mich gehört es da einfach mit dazu und ich mag es total gerne, die Steine umzufüllen, um zu gucken, wie sehen die Farben aus, wie sehen die Steine aus. Und ja, war jetzt hier so ein bisschen enttäuscht, das muss ich sagen, durch diese ganze Statik. Und wollte jetzt einfach auch nochmal für mich eine Variante finden, die halt einfach funktioniert und wo man sich dann leichter machen kann. Und ich muss sagen, Variante Trocknertuch finde ich nach wie vor toll. Deswegen kommt hier auch in jedes ein kleines Stückchen noch mit dazu. Aber auch die Variante mit dem Reinpusten fand ich jetzt nicht schlecht. Also es hat funktioniert. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass wenn man die Steine dann wieder zurückkippt, quasi mit der Farbe fertig ist,
dass das nach einer Zeit halt auch nachlässt. Was natürlich auch nur normal ist. Aber da halt dann ständig wieder reinpusten zu müssen, weiß ich auch nicht. Deswegen denke ich, dass eine Mischung aus beidem, vielleicht wenn wir am Anfang Statik haben und die Steine umfüllen müssen, dieses Reinpusten sehr, sehr gut ist. Und wenn man dann noch mit einem Trocknertuch im Döschen arbeitet, um die Statik dann halt auch rauszuhalten, wenn das funktioniert, wäre das für mich, glaube ich, die beste Methode und die angenehmste halt einfach auch. Wenn die Packung Trocknertücher, also kostet keine 3 Euro und ihr seht selbst, wir brauchen es so, so, so wenig. Also auch wenn wir jetzt so einen ganzen Koffer befüllen und hier immer nur einen Streifen und kleine Stückchen abschneiden, ist es immer noch ausreichend. Also ich denke jetzt nicht, dass ich so viel noch brauche. Ist es immer noch ausreichend, um das Stückchen, was, ja, also ich gehe davon aus, dass wir vielleicht so ein Stück benutzt haben, also so ein Streifen, das dürfte auch noch ausreichen, um es in den Trockner reinzuwerfen. Also für seinen eigentlichen Sinn und Zweck, es dann weiter zu benutzen. Klar. Und da ist ja schon eins drin. Das war eins, welches wir neu gefüllt hatten vorhin. Jetzt habe ich sogar zu viele Streifen abgeschnitten. Aber auch das ist nicht schlimm. So, Koffer ist befüllt. Überall ist ein Trocknertuch drin. Die Legende darf jetzt wieder mit hier oben rein. Die darf da drin bleiben, bis sie quasi eingeklebt wird ins Journal. Das passiert bei mir immer, wenn ich mit dem Bild fertig bin und quasi dann wegpacke. Genau. Aber ja, was gibt es als Fazit zu sagen? Also ich finde das Reinhauchen in Ordnung. Da lässt sich's gut umfüllen und werde aber weiterhin auch mit den Trocknertüchern arbeiten. Das auf jeden Fall. Lasst euch nicht entmutigen. Es ist unheimlich nervig, statische Beutelchen, das definitiv. Aber denkt immer dran, auch wenn es nervig ist, wir können uns ein bisschen Abhilfe schaffen. Und eigentlich kommt es ja wirklich aufs Painten an. Dann Zähne zusammenbeißen, durch und freut euch aufs Kleben und aufs Bild. Wie gesagt, das tue ich. Am Mittwoch geht's los. Da wächst dieser kleine Kerl Steinchen für Steinchen. Es geht insgesamt circa 6 Wochen bis zum, Moment, lasst mich nicht lügen, 30.04. Und wenn ihr davon noch nicht gehört habt, dann schaut gerne vorbei. Das Ankündigungsvideo verlinke ich euch. Und den Link zur Facebook-Gruppe kann ich euch auch gerne verlinken. Schaut vorbei. Macht gerne mit, weil gemeinsam painten und dann auch noch zu einem Thema finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und es sind unheimlich schöne Bilder dabei. Also wer da nicht bei dem einen oder anderen schwach wird und sein Geldbeutel bzw. sein Bankkonto sich leert, also ich weiß auch nicht. Gut. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Ich bin fertig mit meinen Vorbereitungen
Und kann jetzt nur sagen, ich freue mich auf Mittwoch und bin froh, wenn ihr mit dabei seid. Wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Vergesst nicht, das Köpfchen zu heben, das Krönchen zu richten und macht euch die Welt ein bisschen bunter. Bis dann!